Bevor das Video startet, Freunde, ich würde mich bei diesem Video auch wieder freuen, wenn ihr einen Like da lassen würdet. Hinzu könnt ihr mich gerne im Shop als Creator unterstützen, Leute. Ich habe einen Creator-Code und zwar bei ReapersYT, also bei Reapers YouTube. Einfach eingeben und dann unterstützt ihr mich, Leute. Es wäre ein mega Support. Ihr müsst es nicht machen, ist freiwillig. Jetzt aber viel Spaß mit dem Video. Peace, Freunde, was geht ab? Ich bin bei Reapers und ich begrüße euch zu einem neuen, freshen Video. In dem heutigen Video geht es um den Schneefall-Skin, den wir in Fortnite ja ab einer bestimmten Woche erhalten. Der Schneefall-Skin ist genauso wie der Jagdgruppen-Skin, der Roadtrip-Skin und letzten Endes der Blockbuster-Skin. Also jeder sollte jetzt wissen, was ich meine. Und darüber geht es heute in diesem Video. Aber vorerst gibt es wieder einen Kommentar und am Ende des Videos gibt es nochmal zwei andere Kommentare. Schreibt jetzt einen Kommentar unter dieses Video, damit ihr eventuell im nächsten Video am Start seid. Ich lese nämlich in jedem Video Kommentare vor. Hinzu, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr ein kostenloses Abo da lasst auf meinem Kanal. Naja, das erste Kommentar ist von Kerim Tandir. Und zwar schreibt er, du bist der beste YouTuber. Vielen Dank für dein nettes Kommentar. Jetzt starten wir aber schon mit dem Video. Wie gesagt, bei mir gibt es immer die neuesten, freshen News, Leute. Und heute habe ich auch noch ein anderes Thema dabei. Und zwar geht es nämlich um den sogenannten Eiskönig-Skin und um Polarpeak. Da wurde nämlich einiges Neues entdeckt. Das sollte euch auf jeden Fall interessieren. Deswegen schaut dieses Video. Starten tun wir jetzt aber mit dem Schneefall-Skin. Und zwar wurde der geleakt. Wir haben ja einen Umriss immer bei den Skins, den wir erhalten, haben wir immer einen Umriss, hatten wir damals bei Blockbuster und Roadtrip und auch. Und dieses Mal gibt es einen Umriss, der zu 99% draufpasst. Und zwar gibt es einen Skin sozusagen zu dem Infinity Blade. Also das Infinity Blade ist ja ein berühmtes Schwert und dazu gibt es auch einen Skin. Und dieser Skin, also beziehungsweise dieser Charakter, den soll es jetzt angeblich in Fortnite geben. Und das soll der Schneefall-Skin sein. Also hier habt ihr das Ganze mal so ein bisschen eingeblendet. Da seht ihr, das ist einfach so ein Krieger. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Es macht sehr viel Sinn. Das Schwert wurde zwar wieder entfernt, aber irgendwie passt das Ganze einfach. Und ich finde vor allem die Umrandung so, passt einfach 1A. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal unbedingt in die Kommentare. Ich bin gespannt, aber es wäre doch möglich, dass sie das wirklich so machen. Der Skin würde auf jeden Fall passen, da sie ja generell immer so Roboter-Skins oder so genommen haben. Oder, ja, ich meine, der AIM-Skin war auch so ein Roboter-Skin, aber so Krieger-Skins einfach irgendwie so. Und deshalb finde ich, passt der Skin eigentlich ganz gut rein, vom Umriss her auch. Und das Ganze wird dann was mit dem Infinity Blade zu tun haben. Ob das Infinity Blade zurückkommt, das ist auch immer noch fraglich, weil das ja schon ziemlich stark war. Ich fand es eigentlich ganz geil. Was sagt ihr zu dem Infinity Blade und zu diesem Skin? Ob es genau dieser Skin sein wird, werden wir dann erfahren, wenn der Schneefall-Skin dann letzten Endes da ist. Ich werde dann auch natürlich Livestream, Leute, ist ja klar. Jetzt kommen wir zum zweiten Thema in diesem Video. Und zwar wurde bei Polarpeak ein königlicher Tisch mit 5 königlichen Stühlen gefunden, mit jeweils immer verschiedenen Symbolen drauf. Ein Stuhl, der da halt eben steht, hat das Symbol vom Eiskönig und die anderen Stühle haben halt irgendwie andere Symbole und deswegen kann man davon ausgehen, dass die Fortnite-Geschichte davon ausgeht, also ich gehe jetzt davon aus, ja, dass die Fortnite-Geschichte so irgendwie fortgesetzt wird, dass irgendwie noch andere Könige im Spiel sind. Dass es nicht nur den Eiskönig aus dem Battle Pass der Stufe 100 gibt, sondern dass wir in Zukunft noch andere Skins erhalten werden. Darunter eventuell ein Feuerskin, vielleicht ein Luftskin oder Himmelskin, ein Wasserskin oder. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Vielleicht ein Erdskin oder irgendwie so in die Richtung. Es passt auf jeden Fall. Irgendwie sowas in die Richtung werden wir erhalten. So wurde es bei Polarpeak gefunden und geleakt, Leute, ja. Da sind verschiedene Königsstühle. Ich finde, die sehen auch ganz cool aus. Vielleicht werden wir in naher Zukunft ja erfahren, was es mit diesen Symbolen auf sich hat oder was sie denn bedeuten. Vielleicht haben sie eine Bedeutung und ihr wisst da draußen, was das Ganze bedeutet. Dann schreibt es mir jetzt in die Kommentare, damit ich Bescheid weiß und das meinen Zuschauern euch weiterhin mitteilen kann. Generell schmilzt der Schnee ja so langsam wieder von der Map und Polarpeak wird immer weiter freigelegt. Da kommen wir auch wieder auf das Infinity Schwert zurück, denn das Infinity Sword war ja eben bei Polarpeak und es ist wirklich fraglich, ob das Ganze zurückkommt. Es wäre wirklich cool. Ich bin vor allem gespannt, wie das Ganze sich da unten entwickelt. Vor allem die Fortnite Story muss ja auch irgendwie weitergehen.
gesehen. Ich finde, von der Story von Fortnite haben wir jetzt in der letzten Zeit sehr, sehr wenig nur gesehen. Da sollten sie auf jeden Fall nochmal ein bisschen anknüpfen und vielleicht ein bisschen mehr draus machen aus der Story. Was sagt ihr zu den Leaks, zu den neuen Freunden? Schreibt es mir in die Kommentare. Jetzt kommen wir nochmal zu den zwei freshen Kommentaren vom letzten Video. Schreibt auf jeden Fall... Oh, ja, mein Hund springt einfach mal hier mit in der Aufnahme runter. Schreibt auf jeden Fall wieder einen Kommentar, Leute, dann seid ihr eventuell im nächsten Video dabei. Hinzu abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, für neue, freshe Fortnite-Infos und lasst einen Daumen nach oben da. Jetzt kommen die Kommentare. Und zwar schreibt nämlich Askins, super Video. Dankeschön, Askins, für dein nettes Kommentar. Hinzu schreibt der Oliver Pichusch. Geiles Video. Vielen Dank für eure netten Kommentare, Leute. Ehre, Leute, Ehre. Schreibt wieder unter dieses Video einen Kommentar, dann hau ich euch ins nächste Video rein eventuell. Jetzt wünsche ich euch aber noch einen schönen, angenehmen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Gerade nur ein bisschen kürzere Videos, weil ich nicht so viel Zeit habe. Aber Streams werden jetzt wieder kommen. Wenn ihr das Video hier gerade seht, dann gibt es heute Abend einen Shop-Stream ab 22 Uhr. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Euer Reaper. Ciao, 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 ciao.